Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier in dem Keller von der Einrichtung unterwegs und wir haben den dritten Energiegenerator gefunden. Oh mein Gott, Leute. Und den müssen wir aktivieren. Denke ich mal, also ja, hat er, glaube ich, Rick gesagt beim letzten Mal. Ist schon ein bisschen länger her, als ich gespielt habe, tatsächlich. Und, ja, dann würde ich aber sagen, Leute, machen wir einfach mal weiter. Wir haben hier alles erkundet, hinter uns in diesem Raum. Da liegt eine Frau, die im Sterben liegt. Und wir haben beim letzten Mal Kirks Daten gefunden für eine ID-Karte. Und wir haben irgendwie den Strom umgestellt, damit es auf dieses Terminal geht und damit wir das jetzt hier bedienen können. Ein Terminal, das den Generator steuert. Ja, dann bedien das mal, Regina. Oh, seht ihr das? Das ist schon Hightech. F01, F02, F03. Ah. Na? Welcher Balken als erstes der untere? Genau, Leute, Dr. Kirks Keycard. Oh. Oh. In dem Raum hier hinter, Leute, wurde jemand erschossen. Da wurde jemand erschossen, oh mein Gott. Was zur... Oh, die Musik, Leute. Die Mucke. Und was ist das für Blut? Das ist kein Blut. Das sieht aus wie Scheiße. Regina, warum hast du ihr nicht geholfen? Sie ist erschossen worden. Sie atmet nicht mehr. Sie hält ein mit Blut beschriebenes Memo. Forschermemo aufgesammelt. Dort steht die Zahl 1281. In Blut geschrieben. Okay, Forschermemo. Eine Zahl ist in Blut geschrieben, ja, genau. Das, liebe Leute, brauchen wir später. Ach, Regina, warum hast du ihr nicht geholfen gerade? Jetzt ist die abgeknallt worden. Aber das ist kein Blut. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das sieht aus wie Durchfall. Ich weiß auch nicht, was ist das? Sehen, wie Geräte aus die Daten aufzeichnen, wenn der dritte Energiegenerator... Ach du Scheiße. Wenn der dritte Energiegenerator aktiviert ist. Sie wurden von jemandem mit blutigen Händen bedient. Die Fingerabdrücke sind deutlich zu sehen. Oh mein Gott, das kann ja nur der sein, der hier die Frau niedergemetzelt hat. Oh mein Gott. Wer ist da? Wer ist da? Ja genau, wir waren ja noch auf der Suche nach jemandem, ne? Auf der Suche nach Dr. Kirk. Durchgang zum Privatlabor. Ah, da ist er doch. Privatlabor, liebe Leute. Dr. Kirk. Stylischer Bereich mal wieder, ey. So. Dr. Kirk. Dr. Kirks Privatlabor. Oh mein Gott. Kirk, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, Kirk? Okay. Das ist eine... Okay. Boah. Oh, okay. And what do you think you're doing? Carving a name for myself in history with the ultimate energy source. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Boom. Geil. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago.
I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil? I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. Schaut euch das an, Leute. Karte Stufe A. Jetzt kommen wir auch überall rein. Sie gibt Zutritt zu allen Bereichen der Einrichtung. Oh mein Gott. Okay. Okay. I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. The disc contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it! It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? Ja, toll, Leute. Und ich darf mich wieder entscheiden zwischen euch. Ihr seid mir doch Würstchen, ey, echt. Gut, Leute. Verdammt interessantes Zeug, was der Kirk da gelabert hat, ne? Von wegen, nicht einen Platz quasi oder einen Bereich in eine andere Zeit fassen oder packen. Nein, mit einer anderen Zeit austauschen. Jetzt muss ich ganz kurz uns aufstoßen. So. Mit einer anderen Zeit im Raumzeitkontinuum austauschen. Oh mein Gott, das ist verdammt interessant. Und ja, vor 65 Milliarden Jahren haben hier tatsächlich Millionen Jahren haben hier tatsächlich Dinosaurier gelebt und so erklärt sich halt, warum hier diese Viecher rumlaufen. Und
Ja, wenn wir da jetzt gleich irgendwas falsch machen mit dem Generator, dann war es das mit der Einrichtung. Dann wird die einfach in eine andere Zeit versetzt. Schon interessant, ey. Unter dem Denkmantel einer sauberen Energie hat Kirk hier eine geheime Waffe entwickelt. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Was wirst du tun? Für welche Strategie wirst du dich entscheiden? Geldstrategie Richtung B3, Stufe A-Bereich gehen? Oder Richtstrategie Richtung Teilelager in B2 gehen? Ich meine, ich hätte genug Muni für Gale. Diesmal, so ist es nicht. Aber ich finde Ricks Idee noch ein ziemlich interessanter, weil wir haben ja da diese ganzen Apparate mit Codes und so gesehen, ne? Und jetzt haben wir auch diese, kriegen wir auch diese Planungsdisk von ihm, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und dann haben wir noch ein paar Rätselchen vor uns. Anstatt stupides Geballer. Ich würde sagen, wir nehmen Rick, Leute. Okay, Rick. It's your show, girl. I just hope you know what you're doing. Aber klar doch. Do whatever you want. Just don't fail. Beleidigte Leberwurst hier, ey. Mach, was du willst. Aha. Leute, ich habe bei der Planungsdisk aufgesammelt. Hiermit können Initiator und Stabilisator gebaut werden. Und da oben müssen wir rein ins Labor, also okay. Oh, wir haben jetzt hier so ein Brummen im Hintergrund. Na gut, Leute. Alte Dokumente und diverse Dinge. Haushaltsdinge und Forschungsdokumente quer durcheinander. Ja, wir sind in Dr. Kirks Privatlabor, Leute. Forschungsdokumente. Sehr unordentlich. Und ein Stecker liegt hier rum. Womöglich die Privatsachen von Dr. Kirk. Staub bedeckt sie. Ja, das ist schon krass, was hier alles abgeht. Und da ist ein Kittel. Der weiße Kittel ist abgetragen. Zudem ist er voller Chemikalienflecken. Oh mein Gott. Was ist denn los, ey? Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. In der Kiste sind Kleidungsstücke. Da haben wir hier eine grobe Schemazeichnung des Generators liegt auf dem Tisch. Da liegt aber auch eine Memo, aber ich möchte erstmal an diesen Rechner hier. Diverse Dokumente und ein Computer. Nichts Nützliches. Wirklich nicht? Auch nicht in der Ecke oder so? Boah, dieses Brummen im Hintergrund, ey. Was haben wir hier noch? Sieht wie ein Plan des Generators aus. Okay. Eine Notiz von Dr. Kirk an das Personal. Willst du es lesen? Ja klar. Hinweis. Vorbereitung von Initiator und Stabilisator. Das wird in den nächsten Folgen wichtig, Leute. Stellen Sie sicher, dass diese beiden Geräte rechtzeitig bereit sind. Jeder der zwei Teile besteht aus den folgenden drei Teilen. Drei Teile, Leute. Kernkomponenten, Schutzteile A und B. Diese sechs Teile werden benötigt. Sie werden separat im Experimentierraum, dem Entwurfsraum und dem Teilelager aufbewahrt. Ihr erinnert euch, da waren wir schon drin. Sobald Sie alle Teile haben, können Sie sie im Experimentierraum zusammensetzen. Der Schwerelosigkeitsmanipulator darf nur von Personal der Stufe A bedient werden. Was? Schwerelosigkeitsmanipulator. Verdammt interessant. Und wir sind jetzt Stufe A. Wir haben die A-Karte. Und zwar nicht die Arch-Karte, sondern wir haben hier die A-Karte. Gut, Dr. Kirks Bibliothek. Don't bother me. Nicht stören. Oh, da sitzen sie. Schau ich das an. Die Platte ist aus der Decke entfernt worden. Die Kisten sind staubbedeckt. Ach, der hat ja lange nichts mehr hiermit gemacht irgendwie. Womöglich wird hier noch gebaut. Das Bedienfeld fehlt und die Verkabelung ist noch nicht fertig. Okay, Leute, was haben wir hier noch? Dokumente über Experimente und einige Teile für Geräte sind auf dem Tisch. Das ist aber doch ein Buch. Genau. Ein Teil ist eines alten Dokuments. Es trägt Dr. Kirks Unterschrift. Willst du es lesen? Ja, klar. Dritte Energie als endgültige Waffe. Aha, jetzt wissen wir also, was wirkliche Sache war. Von Edward Kirk. Wenn die Energiereaktion den kritischen Punkt überschreitet, kommt es zum Überladungsphänomen. Mhm.
Wir können die Reaktion dann nicht mehr steuern. Die bloße Energiemenge startet Kettenreaktionen und beginnt die Umgebung auszulöschen. Och du Scheiße. Oh Mann. Die folgende Explosion lässt alles in der Nähe verdampfen. Nett. Nette Waffe. Wenn wir den Bereich steuern könnten, in dem die Überladung auftritt, wird die dritte Energie zur ultimativen Waffe. Die Stärke der neuen Waffe hängt davon ab, wie viel Energie wir eindämmen können, bevor die Explosion auftritt. Der Stabilisator ist daher unser Schlüssel zum Erfolg. Die dritte Energie sollte unter der folgenden Vorgabe entwickelt werden. Schaffung einer Energiequelle für eine stationäre Waffe. Eieiei. Wenn wir diese Vorgabe hier und jetzt ändern, wird die Regierung in Kürze die zerstörerischste Waffe der Welt besitzen. Unser aktuelles Budget ist allerdings vollkommen indiskutabel. Sie finden meine Einschätzung des Budgets im nächsten Kapitel. Ich bitte um Prüfung des Gesuches. Oh mein Gott, Kirk. What are you still doing here? Go get those devices. Ja, ist ja gut, Kirk. Did you find those devices yet? Ja, lacht ihr mich noch aus hier. Wie immer darf ich die Drecksarbeit machen. Auf dem Tisch stehen zwei Monitore nebeneinander. Das sehe ich. Okay. Was haben wir hier noch? Medizin. Ja, nimm mal mit. Haben wir hier noch irgendwas? Hier drin? Da war lange niemand mehr dran. Alle Bücher tragen eine Staubschicht. Die Privatsachen des Doktors. Warum ist hier alles so alt? Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, gut. Haben wir hier noch irgendwas? Privatsachen des Doktors. Haben wir nichts mehr, ne? Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig, Leute. Wir müssen jetzt tatsächlich den Initiator und den Stabilisator zusammenbauen. Oh mein Gott. Also das wird jetzt gleich, beziehungsweise in der nächsten Folge, verdammt interessant. Gut, liebe Leute, dann haben wir hier nichts mehr verloren in seinem Privatlabor. Und dann können wir auch direkt hier raus. Schloss ist nun offen. So, dritter Energiebereich B2. Und ihr seht auch, wohin die Tür führt. Und zwar... Was war das für ein Sound? Erschreckt mich doch nicht so. Gut, Leute, wir müssen ins Büro. Wissen Sie, wie wir an diesem Hightech-Generator? Schau dich den an. Sieht schon aus wie so ein militärisches Ding, ja? Sieht schon militärisch aus, okay. Gut, Leute, Gail hat gesagt, hier rennen überall Dinos rum. Ist das richtig? Ich hab doch was gehört. Pistolenumbau. Wir haben sogar noch Muni dafür. Ja, dann nimm die Pistole, Regina, komm. Schieß drauf. Los, schieß drauf. Schieß um dein Leben. Sehr schön. Das ist nämlich wieder so ein blauer Dino hier. So, haben wir den? Den haben wir. Sehr schön, Leute. Diesen blauen Raptor hier, ey, oh Mann. Aber, Leute, wir haben jetzt natürlich die A-Karte. Das heißt, wir können überall rein. Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal wieder raus hier aus diesem unheimlichen Bereich. Oh mein Gott. Teilelager. Ach, da sind wir doch schon richtig, Leute. Teilelager. Genau, jetzt können wir hier rein. Geile Mucke hier, Leute. Wir sind berechtigt. Ha. Soll ich das sagen? Wir sind hier drin. Oh mein Gott. Okay, Leute. Aber erstmal, ganz wichtig. Erstmal hier. Schau euch das an. Granatpistolenteile aufgesammelt. Durch einen Zylinderumbau können stets Granaten gefeuert werden. Oh mein Gott. Dauerfeuer für die Granate. 40mm HK Granatenpistole Regina Umbau. Geiler Name. Aber erstmal nicht benutzen. Was haben wir hier? Ein Hochsicherheitssafe. Die rote Anzeige bedeutet, dass dieser Safe nicht genutzt wird. Noch einer. Boah, geile Mucke, Leute.
Richtig schön Hightech-mäßig hier. So, was haben wir denn hier? Die Planungsliste wird zur Bedienung dieses Terminals benötigt. Hier werden die Informationen des Zentralterminals angezeigt. Eine Akte der Notizen von Dr. Kirk an das Personal. Sie sind offenbar vor dem Experiment an alle Sektionen verteilt worden. Willst du sie lesen? Ja, bitte. Hinweis: Vorbereitung von Initiator und Stabilisator. Stellen Sie sicher, dass diese beiden Geräte rechtzeitig bereit sind. Jeder der zwei Teile besteht aus den folgenden drei Teilen. Ja, das haben wir doch alles schon. Haben wir schon mal gelesen. Gut, Leute. Jetzt gleich wird es nämlich interessant. Ich hoffe, ihr könnt euch an die letzte Folge erinnern, als ich das vorgelesen habe. Etwas wird in ihm aufbewahrt. Ein Hochsicherheits-Safe hier wieder. Ja. Ich hoffe, ihr könnt euch an die letzte Folge erinnern, wo ich da was gelesen habe, von wegen, dass die Mitarbeiter hier Dr. Kirk aushorchen wollten mit einem Aufnahmegerät, das durch Schall erzeugt wird. Genau. Und dieses Schallaufnahmegerät befindet sich hier hinter. Da, schaut euch das an, Leute. Da ist auch so eine Kiste. Noch ein Stecker, zwei Stecker. Da ist dieses Ding. Ein kleines Bandgerät. Es scheint etwas auf dem Band zu sein. Die haben was aufgenommen tatsächlich. Oh mein Gott. Budget, personnel, and facilities at your disposal, shouldn't you be able to solve that problem? Once complete control can be established, we will literally have the power of a god at our disposal. And it will all be attainable if you cooperate with me. The power of a god. How could I refuse? Erinnert euch, merkt euch diese Zahl, diese Tonkombination. Die Kombination des Signals am Ende des Gesprächs ist... Kann man das nochmal abspielen? Man kann das nochmal abspielen. Haltet euch den Sound mal im Kopf. Weil, Planungsdisk. Die haben nämlich auch hier drauf gezeigt. So, Planungsdisk. Willst du das Terminal bedienen? Ja, bitte. So. Das ist nämlich ein interessantes Rätsel. Das gibt nämlich auch diese Sounds. Ha. Und so müssen wir einen Code rauskriegen. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Das war doch die. Ah, verdammt. Was? Nochmal. Das war doch die. Ah, verdammt. Was war das denn? Wartet mal. Das war doch dieser Sound. Wartet mal. Machen wir nochmal. So. Nochmal hören jetzt hier. Genau. So. Muss ich jetzt nochmal die Planungsliste benutzen? Ja, natürlich. So, okay, dann mach. Das will ich jetzt noch kurz machen. So. Ah, ich glaube... Ach, verdammt. Okay, das war's aber fast. Hä, wie war das denn nochmal? D
Ah, so. So, Leute, 367204. Merken, das schreibe ich mir mal auf. 367204. Kriegen wir das jetzt nochmal hin hier? 367204. 367204. 367204, davon mache ich mir mal ein Bild oder so. 367204, den Code muss ich mir aufschreiben für die nächste Folge. 367204, okay. Das wird nämlich verdammt interessant in der nächsten Folge. Und schaut mal, was wir da haben. Das sind nämlich die Kernkomponenten. Schaut euch das mal an, da hinten. Ha, wir haben hier ein übelstes Rätsel gelöst. Schaut euch das an. Kernkomponente 1. Aufgesammelt für den Zusammenbau mit Schutzteil 1a und Schutzteil 1b. Mhm, hier auch nochmal. Kernkomponente 2 aufgesammelt. Wir haben unsere ersten Teile, liebe Freunde. Für den Initiator und den Stabilisator. Und wie wir die beim nächsten Mal zusammenbauen, liebe Leute. Sehen wir beim nächsten Mal. Wir müssen nämlich dann jetzt hier... Hier sind wir fertig. Und dann müssen wir jetzt nämlich hier in diesen Bereich hier und in diese beiden Experimentierräume. Aber liebe Leute, die Folge ist leider voll. Und von daher würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und da würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Zieht es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.